Hebrons, also der fertige sehr bestressend Fall. Grüezi miteinander. Ich habe als erstes von einer ganz guten Nachricht. Frau Schwägler, ist der wieder gesund? Jetzt hat die so viele neue Ideen. Und der Salisi ist immer in der Backstube am Backen und am Machen von diesem Spezialbrot. Und der hat doch keine Zeit mehr, Städtchen das Brot zu bringen. Darum haben sie jetzt mich angestellt, ich könnte das Brot hier verteilen. Sie füllen mir hier den Totten füllen und geben mir das Zettel, mache eine Liste und dann könnte ich dir das bringen. Aber ich kann es sagen, nicht einfach Schraubenbrot. Einfach klar, was ein Schraubenbrot ist. Aber logisch, sie gibt sich Mühe und hilft mir, wo sie kann. Und ich probiere es und jetzt vielleicht mit Hilfe von euch. Finde ich jetzt doch heraus, was das eine oder andere für ein Brot ist. Dass es mir leichter geht, hat sie gesagt. Vor allem, wenn die Post aber musst Brot bringen. Das ist nicht einfach, ich kann es sagen. Du kommst auf die Post, hat sie gesagt. Und dann musst du dort anstehen. Und dann musst du aber zuerst und ein Zettel nehmen. Ich stehe also schüch in dieser Reihe. Und setzte dir die Pfohre das Zettel übernehmen. Bloß, was du nebenhören hast, schon hier nicht drängeln. Das ist ja so eine Sache. Darum hat sie gesagt, weißt du, unser Brot hier, das kannst du immer mitnehmen. Das ist ganz verreckt gebaut. Kannst du auf dieser Seite auftun. Und da drin hat er das Zettel von der Post. So hast du also alle Nummern, 187, 185. Da kannst du also einfach das nehmen, was gerade siehst, und dann kannst du sagen, ich bin's. So, also dass wir auch Zeit sparen können, das ist ein Heberstress, das Brot überall verteilen, dann kannst du nicht warten in der Poststunde. Nein, früher hast du doch nie müssen warten. Sie hat aber am Sommer schon gute Ideen gehabt und hat gesagt, ja, erst August, blöd, an einer Sonntag, wo sie zu hat, den Laden. Dann kann sie erst August weg nicht verkaufen. Hat sie gedacht, nach einem Bestelldienst. Am 30. Juli war die Tafel schon draussen. Erst August wecken, Aktion auf Vorbestellung. Super, genial. Habe ich gedacht und habe ja noch gelesen, weiter unten. Aktion Mo Brot des Monats. Wie ein Brot mit Panini-Bilder. Gut, am 1. August war das relativ spät, wie die Bilder noch verkauft, habe ich gedacht. Aber du, sie hat sie irgendwo ausgebracht und der Rest hätte jetzt hier, wenn jemand will. Ich hätte hier noch einen Franzosen am Duschen. Und das ist aber Italiener. Oh, da kommt noch ein Schatten. Oh, das sieht man auch nicht. Die sieht, aha, ein Naturschmutz ist noch vorgekommen. Also, so ist das also mit dem Brot. Jetzt haben wir ja ganz berühmte Wirisauer und weniger berühmte. Also berühmt wegen vielen und nicht berühmt wegen anderem. Aber logisch, wir reden von euch mal an mit dem Büchli. Ja, ich meine, es gibt zwei, die man jetzt in Frage kommen, oder? Und ich weiss nicht, ob es der Älter oder der Jünger ist, aber der Grösser ist es. Mit Kollegen auf einer Welttour im Jura. Er natürlich immer vorne, Vollgas, immer der Schnellste. Und gegen Neuenburg war er so schnell, gewesen, die anderen vorgefahren und besonders direkt auf die Autobahn. Gegen Neuenburg zu. Dann noch Tunnel gekommen. Im Tunnel haben schon gesehen, die Polizei hinter mir, gell? Und dann noch schnell nach dem Tunnel raus, über den HG geklettert, zwei Wochen geschläft und davon. Hat noch ein Glück gehabt. He? Aber ob das immer so wendig drum in Zukunft, soll er auch zuerst zu uns und Schwägerbeck runterkommen, so ein extra Brot für Velofahrer verkaufen. Da haben wir nämlich drinnen eingepackt, ganz speziell für solche Fälle. Etwas ganz verrückt, und zwar ist das eine Autobahnvignette für Velofahrer. Noch eine kleine Zwischenfrage. Wisst ihr eigentlich, welches der grösste Bauer im Luzerner Hinterland ist? Gut, das kann sie also nicht beantworten. Aber ich kann euch jetzt sagen, wer also am meisten tut Mel im Luzerner Hinterland. Ich rede wohl nicht noch von der Kühe. Der selbe, der hat ja so einen Pech in seinem Leben. Immer ein Pech.
Jetzt ist es wie in so einem Gefängnis zugegangen. Jetzt muss doch der Kleinsieg liegen. Ja, dann sollte der noch heim gehen. Von Kleins weg hast du mehr als eine Stunde heim. Drum. Und am Morgen, wenn der aufhört, die Gefängniswärter schlafen und alle, kannst du dir vorstellen. Darum haben wir für ihn hier auch ein spezielles Brot natürlich kreiert. Extra für ihn das sogenannte UB-Brot. Da drinnen einpacken, ein Fielen für die Stäbe wieder zu fielen. In der Festhalle hinten, wenn etwas Konzert ist, gibt es etwa noch eine Tombola. So war der Fall bei der Weltmusik und Frau Schwäger hat gesagt, schau dir und sag dir, dass sie dir das Brot schon in der Pause rausläuft, die Preise. Nicht, weil es sonst noch älter wird, nein. Es geht darum, weil das Brot hat ja natürlich etwas drin, was du am Konzert kannst brauchen. Und ihr wisst ja vielleicht, die, die am Weltmusikkonzert sind oder die, die es gehört haben, in der zweiten Hälfte braucht es vielleicht ein gewisses Teil. Darum haben wir da noch ein Brot, wo man drin einpacken, die Gehörsch und die Tröpfe haben. Hey, habt ihr auch gehört, gell? Ist es so? Ja, ich habe nicht da sonst noch ein Bärli. Wo habe ich jetzt auch die? Also das nächste Konzert nicht so ein Problem jetzt. Ich habe da noch ein paar Reserven und ich da noch. Ups, könnt ihr das mitnehmen für das Konzert das nächste Jahr? Ja? Oder ihr shoppen. Also, ich hoffe nicht, dass mir jetzt einer das Mikrofon abstellt, weil der kann ich auch sehen, der auch alle Mikrofon abstellt. Ich habe nur noch einen Satz, Hat dieser auch gesagt, und gleich hat er abgestellt. Gut, der Satz ist etwa 10 Minuten lang gegangen. Aber eben, das ist natürlich schon das Problem, oder? Da hat man die gewisse Freiheit, da hat man eigentlich, man heisst noch frei, und gleich ist man nicht frei. Und das sollte man doch irgendwie verhindern, darum haben wir hier auch ein Brot gemacht. Jetzt, da drinnen auch wieder mal etwas einpacken, speziell. Das ist im Fall eine Fernbedienung für Mikrofonanlagen. Kann man sich also wieder hallo, wenn man etwas jetzt sagen will. Ob es denn wichtig ist oder nicht. Der andere Büchlein, der Kleine, der geht etwas Ausland einkaufen. Also ich meine, vor allem auf Deutschland, aber nicht nur. Weil der Euro günstig ist jetzt gerade im Moment. Nein, der ist schon gegangen, wo der Euro ganz normal war noch. Der ist hier gegangen. Und man müsste ja annehmen, wenn der Euro jetzt so günstig ist, dass er nur noch im Ausland ist. Aber er kommt etwa wieder zurück. Und zwar, wenn er etwa gegen die Schweiz zufährt, so wie dort einst, 100 km vor der Grenze, dann denkt man, ich könnte noch einen Tank füllen. Schnell an die Tankstelle nehmen. Ich habe schnell den Tank aufgefüllt, etwa 20-30 Euro hat er noch drinnen Platz gehabt. Und er dachte, ja, so günstig, das ist ja verrückt und hat vergessen. Und der Benzin war noch günstiger, weil er gar nicht zahlt hat. Abgefahren, gegen die Schweiz zu und kurz vor der Grenze eine Patrouille von der Polizei hat ihn rausgenommen und gesagt, Herr Büchli, ich könnte ihn zurück und zahlen, wenn ihr wollt, und sonst könnt ihr es uns zahlen, aber dann kostet es ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber auch da hätte er eine Lösung. Dann wäre auch gescheiter, zuerst zu uns ein Brot holen, bevor er dort raus ist. Nämlich unser Spezialbrot, wo wir hier einen Tankdeckel eingebaut haben. Der ist patentiert im Fall. An der Erfindermesse Genf und hat man den sehen können. Das ist ein Deckel, der lässt sich nur öffnen oder schließen, wenn man vorher den Code von der Kreditkarte eingibt. So vergisst man es vielleicht nicht. Dann kommt noch Willisau an die Reihe. Ihr alle wisst ja, Willisau ist schon lange im Gespräch und ich meine, was ist das Thema Nummer 1 im Ernst Willisau? Das Rotlichtmilieu. Wir haben einfach noch nicht eine gewisse Ecke gefunden. Der eine darf das Rotlicht, der andere das Rotlicht. Das tut etwas dergleichen. In der Sentios anstatt Herbst stehen sie jetzt dort den Container. Ich sage jetzt mal Verrichtungsboxen an der Stelle. Das ist ja nicht sicher. Wir können es annehmen. Oder im Führermagazin hinterher geht auch etwas mit so einem Container. Aber ich kann euch garantieren, liebe Männer, geht nicht dort rauskehren. Dort raus ist kein Verkehr, außer der, der auf die Runde fährt. Willisau hat sich ja aber auch schon viel früher entschieden. Wie lösen wir das Problem bei uns? Sie haben gesagt,
Wir Zwillisau, wir setzen auf einen Strassenstrich. Also auf einen Strich auf der Strasse. So wollte ich es sagen. Und die Striche auf der Strasse haben es natürlich in sich. Wenn man jetzt so schön im Café am Rhein hockt oder weiter unten in einem Beizli und ein bisschen raus schaut und schaut die Velofahrerinnen vor allem, die da Städtchen abkommen, in einem gewissen Tempo natürlich, nicht mehr als 20, ist klar. Und jetzt haben die Wellen ja ganz, die Strichwellen, muss ich sagen. Und jetzt fahren die, dann macht sie und, ja, die Leute haben halt schon nicht so viel Kleider an. Sagen wir mal, ein bisschen ringhörig angelegt. Logische Folge. Die werden länger sie ringhöriger weiter unter dem Städtchen, als sie sind. Und das muss man natürlich verhindern. Und für das haben wir jetzt hier extra das Anti-Rutsch-Noppenbrot erfunden. Das kann man sicher so auf die Brust montieren. Nachher, wenn man das Städtchen abgeht, verhindert die Noppen, dass der BH gerade ganz abrutscht. Also das funktioniert, Frau Schwäger hat es ausprobiert. An dieser ominösen Gemeindeversammlung. Da musste ich etwas vernehmen, und ich dachte, das ist kaum zum Glauben. Hat doch einer erzählt, 17% von allen Asylsuchenden im Kanton Luzern kommen aus dem Ausland. Ja, Herrgott Stern, was ist jetzt so kompliziert durch die Rechnung? Hat er das sich verrechnet? Hat er die Zahlen verrechnet? Gut, wir haben extra das Geisberger Brot gemacht beim Schwägerlunde. Das Geisberger Brot, ganz etwas exklusiv soll für so Herren, die hier vorrecht an der Gemeindeversammlung einbauen, den Taschenrechner. Und da hat er im Fall auch noch eine Prozenttaste. So, jetzt hätte ich aber weiter, ich muss noch Brot bringen. Herr Pastel, noch ganz aufgerührt, wie ist das noch länger? Aber ein Problem hätten wir gleich noch lösen. Der Schwägerdeck hat gesagt, wir sind vorbildlich in Sachen Gestaltung von Städtli und Umgebung. Im Städtli haben wir es jetzt fertig, aber jetzt kommt ja die Verlängerung von Städtli, der Bahnhof oben. Die sogenannte Passerelle. Geniale Idee, Frau Schwäger gesagt. Aber sie würde nicht nur drei Häuser wegsprengen, sie würde am liebsten gerade alle fünf Liter abputzen. Auf alle Fälle, für das hätten wir hier das Brot kreiert. Das ist etwas ganz Exklusives, das ist ein Dynamitbrot. Das kann man also nicht bei dem einen Haus, das weg muss, aber genau her platzieren. Und jetzt findet das Loch drin. Kann man das platzieren? Nachher haben wir hier unseren Hotel in extra Feuerzeug. Dann kann man das also an, aber ich möchte jetzt vielleicht die Schlossschür noch ein bisschen stehen. Sonst zünden wir einen Gescheiter nicht an, aber ich kann es mal demonstrieren. Wir haben ja noch ein Mini-Dynamit-Brot gemacht. Man sieht da, wie das funktionieren sollte. Oh, jetzt ist noch ein Schnürchen rausgefallen. Das ist jetzt so blöd. Zum Glück hat man es nicht noch schnell ein paar Reserve-Dynamit-Stangen mitgegeben. Oder noch mal einen Geldsäckel hin. Ja, ich glaube nicht, kann nichts passieren. So. Also das Brot tun wir laden mit Dynamit, wie sich das gehört. Ja, so. So. Prima. Und nachher kann man einfach das anzünden, wenn es am Haus zuliegt. Guck ich da. Et voilà. Einen schönen Abend. Ade miteinander. Ja, ja. Ja, und ein Fläschchen wieder mit seinem Brot und dem Schwägerdeck. Grossen Applaus.